Nestle macht allgemein geile Sachen. Also ich will jetzt hier keine Schleichwerbung oder so machen, aber ich glaube, wäre ich in der Regierung, ich würde Nestle ruinieren, weil ich alle Produkte von Nestle fürs Volk kostenlos machen würde. Was? Dar al-Imara. Aha. Ich wüsste schon, wenn ich die Ägypter spiele, würde ich mich erstmal überhaupt nicht mit den Gebäuden zurechtfinden. So. Na, Bazar weiß ich wenigstens, was das ist. Aber wisst ihr, was ich gerade so feststelle? Ah! Herr, unsere Männer haben das Kommando für die Stadt! So gehört sich's auch. Ja, und da schlagen die Bolzen ein. Ihre Reihen werden von hinten gelichtet, ihre Reihen werden von vorne gelichtet und sie werden vernichtet. Ah, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Echtzeitschlachten machen dieses Spiel einfach mit aus. Ansonsten wäre es kein Total War Spiel. Die halten echt viel aus, unsere Gegner. Schwere Infanterie! Den hat's ja umgedreht. Das sah geil aus. Der eine schickt mit der Axt von oben auf ihn ein, der Obuzer-Typi, der holt ihn von den Füßen. Befehle ausgeführt, mein König. Okay, das heißt, jetzt ist der letzte hier. Ja, die letzten beiden. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Ja, Mann. Oh, ich habe aber... Was? Ich habe doch überhaupt nicht die Hälfte meiner Leute verloren, ihr Spacken. Ja, der Gegner hat relativ viel verloren. Der war mir auch noch zahlenmäßig überlegen. Oder? Ja, egal. Ja, verlangen wir mal Lösegeld. Tja. Und damit gehört uns Jeddah. Jeddah. Ein Sieg für unser Volk. Für unseren König. Also mich. Stärke, Ehre und Sieg. Ah ja, genau. Da muss man ja nie was reparieren. Irgendwie sieht das Marinetrockendock genauso aus wie das Hafenviertel. Erstmal eine Kirche. Oh, Jeddah ist aber ganz schön groß. Das ist der ganze Teil hier. Halleluja, wenn da mal Ketzer kommen. Naja, ich habe ja nochmal... Wessen Zeit ist da? Ah, ne. Ich habe doch irgendwo... Ah ja, genau, hier oben war die Hexe. Ja, mein König. Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr. Möge Gott die Unreinen entlarven. Ja, mein König. Hat dieser Ketzer einen Namen? Sie sollen den ketzerischen Schmutz nicht länger verbreiten. Na, was haben die Ägypter denn jetzt noch? Die haben doch jetzt nichts mehr, oder? Außer Kairo. Ich
glaube, das war's dann. Wenn ich jetzt Kairo eingenommen habe, wäre Ägypten vernichtet. Das heißt, mit der Armee aus Alexandria marschiere ich da jetzt mal ganz salopp mal ein. Die Reparatur erstmal. Jetzt bin ich ja gespannt, was die Papststaaten aus ihrer Chance machen hier. Oh Mann, wie ich die Opfer. Dafür haben sie mir Budapest ja, überlassen, Herr. Muss man dazu sagen. Vorwärts! Oh, jetzt kann ich hier endlich mal einen Wachturm bauen. Errichte einen Wachtposten. Danke, Jesus Christus, echt, hey. Natürlich. Morgen marschieren wir weiter. Ja, da muss auch noch einer hin. Wachtposten. Ich bleibe über Nacht hier. Damit ich auch Jaral Kezer sehen kann. So. Ah ja, genau. Ah ne, hier muss ich erst... Teilen die Streitkräfte, mein König! Fuck! Wir werden schon wieder angegriffen. Hauptmann Tok. Gegen die ganze vereinte Streitmacht hier wieder, ey. Irgendwie zurückziehen? Ich habe euch enttäuscht, mein König. Wir wurden besiegt. Jetzt kann ich mich, glaube ich, nicht mehr zurückziehen, oder? Der Feind belagert uns. Diesen Fehler wird er bald bereuen. Ah, den Ulrik Eriksson, den nehmen wir mal mit hier. Ja. Flotten zusammen. Mein Herr. Führen die Flotten zusammen. Ja. So, ich brauche hier sehr, sehr dringend sehr, sehr viele Generäle jetzt. Wie ihr wünscht, Kapitän. Macht mal, komm mal in die Pushen hier. Wir segeln. Mein Herr. Wohin geht es? Ja, Herr. Führen die Flotten zusammen. Zack. Ha, ja, ich freue mich immer wieder über diesen runden Bericht. Okay. Ah, ja genau, da war ja das hier. Wir sind so im Arsch, Leute. Oh Mann, ey. Was haben wir uns denn da nur eingebrockt? Ja! Die sollen sich jetzt mal verpissen, diese blöde. Der Feind liegt besiegt am Boden! Wir waren siegreich! So. Männer, marschiert! Da ist ein Ketzer. Arrrr, attack das Ketzer. So, das war's. Gott sei Dank, Mann. Seht Nilevadi, Ungläubiger! Ja, Karacken und Kanacken. Ja, ich habe es geschafft! Aber sie belagern Edessa noch nicht. Noch nicht. Ja, Bau genehmigt. So, Beziehungen zu den Papststaaten gut. Wundert mich irgendwie, dass die meine Taktik nicht durchschaut haben, ihnen das Land zu überlassen, damit nicht ich an die Timuriden verliere, sondern sie und die dann schuld sind. Mein König, aber natürlich mein Herr. Aber dass die überhaupt nicht die Rebellensiedlungen eingenommen haben, das wundert mich voll. So, kann ich jetzt denen hier vielleicht irgendwie in den Rücken fallen? Greifen den Feind an! Boah, das ist natürlich jetzt schon...
Vor. Diese Armee lasse ich auf jeden Fall von der KI steuern. Ja, probieren wir es nochmal. Kommt schon. Die greifen mich so oder so an. Die greifen mich sowieso an. Und danach, nach dieser Schlacht, werde ich nochmal meine Strategien neu ordnen. Ah, wir haben... Wartet auf meine Befehle! Katapulte! Spezialfähigkeit... Brandmuni! Einheiten! Haltet die Stellung! Katapulte! Sehr viele Fernkämpfer. Einheiten! Haltet die Stellung! Bogenschützen! Die Bogenschützen werde ich auf jeden Fall mal weiter nach hinten verschieben. Die halten nämlich weniger aus als die Armbrustschützen. Einheiten! Ich habe halt relativ wenig Kavallerie, das könnte mir jetzt das Kreuz brechen. Das wird's wahrscheinlich auch, aber egal. Oh, und die 10 Millionen Armeen kommen wieder über uns. 1000 Völker. Seid denn ihr? Unsere Männer werden angegriffen. Oh, hier rumst schon wieder überall, ey. Und ich weiß nicht mal, woher das kommt. Uns fallen auf jeden Fall noch Timurin in den Rücken. Wir werden angegriffen. Armbrustschützen. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Ah, sie sind auch nicht so ganz unnahbar, die guten. Dieser Schlacht zu gewinnen. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. So, mir fallen jetzt die anderen Timuriden in den Rücken und denen fallen meine Leute in den Rücken. Ja, aber hier rasseln, das kann man jetzt wahrscheinlich auf YouTube nicht so gut sehen, aber hier rasseln Pfeile auf mich ein, Leute, das ist der Wahnsinn. Werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Die Frage ist jetzt, was mache ich gegen das da hinten? Aber es ist noch weit weg, Gott sei Dank.